Miau! Und willkommen zurück zu Danganronpa Trigger Happy Havoc. Wir waren bei der Investigation stehen geblieben. Ich fand's gerade lustig, wo der Cursor gerade war. Den habe ich auch extra genau. Da platziert. Ach so. Warte, wenn wir das so machen, hat sie dann jetzt eine dritte Brust? Nee, tatsächlich nicht. Okay, da hinten ist, da hinten hatte jemand seine Tage. Hey, ist da echt Blut? Sieht so aus, ne? Ist jedenfalls pink und jeder weiß, Blut ist pink. Ja, schauen wir uns das doch mal an, das ist doch verdächtig. There's a bloodstain in front of the magazine shelf. It must have come from Sakura, right? But that doesn't make sense. Naja, außer sie hatte doch ihre Tage. Why is it so far away from where she died? Vielleicht wurde ihr Körper ja wegbewegt. Ist jetzt nicht so unwahrscheinlich. Oder was auch sein kann, ist, wenn sie jetzt... Wir hatten ja die Vermutung, dass sie das Gift irgendwie selbst sich hat... Oder sich das irgendwie hat verabreichen lassen. Weiß gar nicht, haben wir das auch alles im Video gesagt gehabt, im letzten? Keine Ahnung, was wir da alles gesagt hatten. Weil wir hatten, glaube ich, nochmal privat darüber gesprochen. Mhm. Aber, es könnte ja sein, wenn sie das... Alter, wenn sie irgendwie vergiftet wurde, dass die... Aussieht. Ja, ne? Könnte sein, dass die natürlich... wenn sie vergiftet war, dann innere Blutungen dadurch hatte oder so, dass sie dann, dass ihr Blut hochgekommen ist und sie das natürlich, ne? Na gut. Quasi ausgekotzt hat. That same shelf full of magazines. Fehlt da vielleicht eins? Zum Beispiel Gift aktuell. Gift Poison Lovers Weekly. Ja, genau, wo immer die neuesten Gifte vorgestellt werden. Ja, heute habe ich dieses Gift ausprobiert und das war ganz toll, um Leute umzubringen. Dieses und dieses Gift funktioniert wunderbar und ist nicht nachweisbar. Ich habe heute etwas ganz Besonderes für euch, dieses Gift im Selbsttest. Ich trinke einen Schluck und dann Videoende. There's all different kinds of magazines here. Ja, aber keine Pornomagazine. Nee, das hätte Ifumi gern gehabt, Ifumi, aber der schon. Ist ja schon tot. Außerdem, Außerdem hätte das ja auch Date gern gehabt. There are four red bottles lined up on the shelf. Waren das nicht mal mehr? Da fehlen zwei, wenn ich das richtig sehe. And inside each bottle, there's some kind of Monokuma figure. Der Läufer sieht irgendwie aus, als könnte man damit jemanden aufspießen. Ja, ne? Es fehlen... Zwei. Es fehlt Königin und... Ich weiß nicht, wie wichtig das ist, welche Figur da drin sein müsste. Aber... What I'm wondering Springer und is Königin auf jeden Fall. How they get those figures inside the bottles? Naja, Monokuma hat Superkräfte, da also. Da frage ich mich schon gar nichts mehr. War zuerst da, die Flasche oder die Figur? Vielleicht haben sie auch die Flasche um die Figur drumherum gegossen. It's no different from your standard chip in a bottle. Ja, das wird ja da drin gebaut. You know, where the bottle's opening is smaller than the boat placed inside. You've never seen that? Oh, yeah, maybe I have. Lüg nicht, Makoto, du hast maybe. Doch noch nie irgendwas gesehen. Er hat ja auch maybe gesagt, das ist keine Lüge. Ja. So, this is the Monokuma version of that. Er hat nicht mal probably gesagt. Er hat maybe gesagt. Oh, a Monokuma bottle, if you will. Ist jetzt eine zu der True-Section. Nee, Bullets. Sind das Bombs. Rosenblätter? Oh, da hat jemand Valentinstag. Nee, das sind Glas. Feiert. Das sind There are shards of glass scattered all around the chair Sakura was sitting on. The glass is all red.
And. Das sieht gar nicht aus wie eine von den Flaschen, die da fehlen. Ja, ne? These are the top and bottom sections of a bottle, right? So, this must have originally been a bottle. Nee, ich glaube, das war mal ein Teekessel, Makoto. So ein Blitzwerker, diese Schlussfolgerung. Da sind die Unterseite und die Oberseite von einer Flasche. Und dazwischen sind Glasscherben. Ich glaube, das war mal eine Flasche. Das war mal ein Artgenosse von Makoto. So. Weißt du, wenn Makoto umkippt, dann sieht er auch so aus. Verstehst du, weil Makoto eine Flasche ist? Ja. There's something else on the ground near the glass. Ja, eine Bank, wo Sakura drauf sitzt. It's a figure. It fits in the palm of my hand. Ja. Und da ist ja. Monokuma mit dem Springer drauf. Und der Springer ist so positioniert, dass Monokuma dann was hat, was er normalerweise nicht hat. It's a Monokuma figure. Würde aber sagen, er hat gleich ein bisschen überkompensiert, oder? So ein wenig. Argentinische Ruderente-Style. I feel like I'm finally starting to make sense of things, little by little. Echt? Ich hab das Gefühl, diese Sachen verwirren gerade eher nur. Nee, er hat jetzt endlich begriffen, dass das tatsächlich eine Flasche war. Also ja, er meint jetzt mit diesem little by little macht das Sinn. Er schlussfolgert gerade, dass das eine von den Flaschen war, die auf dem Regal stand, was wir vor 10 Minuten rausgefunden haben. Ja, wir haben das schon rausgefunden, bevor wir uns das Ding überhaupt angeguckt haben, gefühlt. Ja. Guck, sag ich doch, er findet das ja, jetzt man, raus. Kuma-Bottle sitting on the shelf. Als ob das jetzt voll die große Sache ist. The Monokuma-Figure we found on the ground. Ey. Oh, die gehören zusammen? Nee. Wer auch immer da einen von dem Shelf was runtergenommen und kaputt gemacht hat, war ein bisschen shellfish. The red shards of glass, which probably started out as a bottle. Ey, und das wird im Glass Trial und davor bestimmt auch noch irgendwie doppelt und dreifach erwähnt. Die argumentieren dann dagegen und dann kommt er mit seinem Hammer-Argument, nein, das war mal eine Bottle. Weil die anderen erst argumentieren, dass das von einem Glasmesser kommt oder sowas. Which would mean Sakura must have been hit in the head with a Monokuma bottle, right? Nein, nicht unbedingt. Guck dir doch eher den Hinterkopf an. Ey, mal ganz blöd gefragt. Wenn Sakura schon tot war und Bakula einfach wieder reingekommen ist und mit dem Tatort rumgespielt hat, würde ich ihm so zutrauen, ne? Dass er das da einfach hingeschmissen hat und irgendwie absichtlich noch irgendwelche Wunden hinzugefügt hat, die eigentlich gar nicht da waren. Ich würde es Bakula zutrauen. Er müsste dann aber auch irgendwie reingekommen sein. Und das war ja die große Sache, dass man reingekommen sein muss. Wieso? Aber dass man nicht reinkommen konnte, weil sie hatte ja von. Es war ja von innen irgendwie verschlossen. Und es war niemand außer Sakura drin. Mhm. Heißt, sie muss sich ja irgendwie eingeschlossen haben. Ja, oder wer auch immer das, sie umgebracht hat, hat irgendwie diesen Locked Room hervorgerufen. Ja, aber von innen? Hab ich das falsch im Kopf, dass das irgendwie nur von innen ging? Ja, keine oder Ahnung. Vielleicht ist es auch zu lange her wieder, ne? Ja. The shards of glass and the Monokuma figure are evidence of that. Genau. So I think it's safe to say that the Monokuma bottle was the weapon. Ich weiß ja nicht. Guck dir lieber erst die Leiche an. Aber ja, erst und mal den gucken Schrank wir uns da. Oh mein Gott, der Spind ist offen. Das geht ja, und nicht. Da sind Handabdrücke drauf. The locker's open. And there on the inside. It's a handprint? Why? What's a handprint doing here? Vielleicht war der Mörder auch da drin eingeschlossen. Mhm.
Und warum ist da über jetzt dieses Pulver dran? Ich würde ja die weißen Flecken, würde ich ja irgendwie erklären können, wenn Hifumi da drin gewesen wäre. Aber der hätte da erstens gar nicht erst reingepasst. Und zweitens lebt er ja nicht. Naja, ich hätte mir das jetzt mit irgendwelchem Proteinpulver erklärt. Ja, oder das sind die Drogen. Oder das sind die Drogen von. Ist er jetzt doch noch ein Killer, unser guter Kifferkumpel? Ah, genau, Kifferkiller, wenn du das F so leicht veränderst, also wenn du es einmal horizontal drehst ja. und diesen Strich da wegnimmst, dann hast du ein L, dann hast du nicht Kiffer, sondern Killer, wir haben den Fall gelöst. Weil die garantiert auch das deutsche Wort Kiffer genommen haben und sich das gedacht haben. Ja, warum nicht? Hast du das schon vorgelesen gehabt? Nee. It looks like someone touched the inside of the locker and it left a handprint in all the dust. Vielleicht war auch eine der Frauen da drin und hat laktiert. It's true. And it looks like quite fresh too. I'd say someone was hiding here in the locker and they left behind a little something extra. So then, maybe the killer hid in here until the locked room was open, don't you think? Ja, aber die waren doch da, die hätten doch gesehen, wenn dann jemand rausgekommen wäre. And during all the confusion, they popped out and joined the rest of the group. Wrong. Unfortunately, that's not a possibility. Why not? Hey. Weil wir alle Augen haben. Ja, das wäre doch aufgefallen. Es sei denn, Makoto war zwischendurch alleine da. Dann ist das eine Möglichkeit, auf jeden Fall. Der kriegt sowieso nichts mit von dem, was um ihn herum passiert. Oder der Kiffer war alleine da. Dann ist das auch eine Möglichkeit. Oder der Kiffer und Makoto waren beide da. Dann ist das immer noch eine Möglichkeit. Oder Hina war alleine da. Weil die ist ja sowieso total durch den Wind. Hm. Die ist ja, weiß ich nicht, im Moment so besorgt um Sakura, dass ich ihr zutrauen würde, das nicht mitzukriegen. Think back, before we opened the door, we looked inside the room, right? Oh yeah, and the locker was already open at that point. Ja, aber was spricht dagegen, dass der Killer sich direkt hinter der Tür versteckt hat, also so im toten Winkel, und dann, während die zur Leiche gegangen sind, einfach schnell durch die Tür rausgegangen ist. Um dann später mit den anderen wieder reinzukommen. Ja, das stimmt natürlich, ne? Das wäre doch eine Möglichkeit. Ey, ich bin happy über alles, was nicht dafür spricht, dass Hina es am Ende war. Da muss ich dich leider enttäuschen. Es war am Ende Hina. Voll spoilern jetzt natürlich, ne? Voll nett. Ich habe das nur gesagt, um dich zu enttäuschen. Ob das jetzt stimmt, sei mal dahingestellt. Weißt du, was mich tierisch nervt? Dass da steht, dass ich A drücken muss. Indeed. Du hättest da lieber, dass da steht, du musst X drücken. Ja. Ne? So there's no way something could have... something, ja genau. Someone could have hidden in there until after we opened the door. Ja, something würde nur noch gelten, wenn Hifumi noch da wäre, aber der fällt sowieso raus. Toko ist noch da, also something würde trotzdem noch passen. Something würde auf Toko noch zutreffen, aber die war jetzt auch nicht da. Tja. Beziehungsweise war sie das? Wer weiß das? Ja, die ist ja sowieso noch... Also ich finde auch gerade irgendwie... Ach ja, Akula und Toko verdächtig. Gerade Toko, weil... Ich muss mal gerade gucken. Es gab unter dem letzten Video ein paar Fragen von Kyodai. Einmal war, ob Toko und Jill, also ihre zwei Persönlichkeiten, als unterschiedliche Personen gelten. Dazu kann ich sagen, nein. Die gelten als dieselbe Person. Also Toko hat einfach Pech gehabt, wenn ihre andere Persönlichkeit was macht. Nicht, dass sie irgendwie
es nicht verdient hätte. Mir kommt auch gerade der Gedanke, wenn Sakura jetzt natürlich selbst, also ich könnte mir vorstellen, dass sie dass sie Toko loswerden wollte, weil Toko hat ja. Du meinst, sie will jetzt sich selbst umbringen und das auf Toko schieben. Also wenn sie jetzt einfach Selbstmord begangen hat und das versucht hat so zu inszenieren, dass es auf Toko geschoben wird. Ja. Und dann war noch die Frage, was passiert. Dann war noch die Frage, was passiert, wenn Monokuma jemanden tötet? Und in dem Fall wäre dann die Person, die Monokuma steuert, also das Mastermind, die richtige Wahl für den Mörder. Nur wissen wir ja nicht, wer das ist. Ja. Monokuma hat ja streng genommen auch schon jemanden gekillt, aber... Ja, aber das war, da gab es kein Class Trial für, das war ja wegen einem Regelverstoß. Genau. Und ich wollte gerade noch was anmerken. Auch in Hinsicht auf Class Trials. Genau. Es ist ja so, es ist hier erwähnt worden, dass es noch einen weiteren Student gibt, den wir bis jetzt noch gar nicht gesehen haben. Und da stellt sich ja die Frage, wieso der nicht schon längst rausgeflogen ist, wenn der bei den Class Trials einfach nie auftaucht. Also entweder hat er Sonderrechte. Ja, oder er ist das Mastermind. Das könnte auch sein. Und die Anwesenheit von Monokuma zählt einfach als seine eigene Anwesenheit. Weil er ja da ist. Ja. Halt nur nicht mit eigenem Körper. Ja. Das wäre vielleicht so eine Erklärung dafür. Das stimmt. Ich habe jetzt zuletzt halt echt so im Kopf gehabt, vielleicht ist er da und man kann ihn aber nur nicht sehen. Ja eben, das hatten wir nämlich auch schon mal besprochen, dass er der ultimative Versteckenspieler ist. Dann muss das ja derjenige in dem Schrank gewesen sein. Naja, der im Schrank hat sich aber jetzt nicht so gut versteckt. Der hat sich nicht ultimativ versteckt, der hat sich nur Lobob versteckt. Ja. Yeah. So, then... What does this handprint mean? Das ist das Zeichen für die dunkle Bruderschaft. Da heißt, ist ein geheimer Eingang. Es muss nicht mal heißen, dass da jemand drin war. Welche das kann auch eine falsche Fährte sein. Oh. Was? Aber wir könnten die Handabdrücke abgleichen mit den Händen von allen die hier anderen. Sind. Ja, mit allen Mitschülern. Als erstes die von Monokuma. Das ist ja nur so ein Stumpen eigentlich. Ja. Da weiß man eigentlich vorher, dass es nicht passt. Hat der überhaupt richtige Hände? Hat der nicht einfach nur so ein rundes Ding? Ich glaube, der hat so Tatzen. Echt? Ist das nicht mehr so ein Teddy? Kann auch sein. So, Headwind. Nice! Da, siehst du, der hat gar keine Hände auf diesem Bild. Aber Makoto... Hä? Ey, ist Marco, das nicht da so, dass Streamer, von denen man nur den Oberkörper sieht, keine Hände haben? Oh, guck dir mal das. Ist das. Ich weiß gar nicht, was das ist. Dieses Brettspiel. Das hier vorne. Kann man sich nicht an. Oder? Kann man sich. Sie ist das Brettspiel. Othello ist das. Ich hab schon immer gewusst, dass sie. Othello ist das. Was ist denn das da? Bist du noch da? Ja, ich war gerade im Überlegen, ob ich aus Brett und als Anspielung auf China irgendeinen guten Wortwitz reißen kann. Aber China ist kein Brett. Nee, aber ein Brettspiel, offenbar. Weil du hast auf das Brettspiel geguckt und da stand dann Aoi Asahina dran. Ach so. Meinst du so? So, ja. Ja, aber Brett passt eher zu flachen Frauen.
Und das ist ja hier absolut gar nicht. Brett im Sinne von kann man gut nageln oder so. Du meinst, du würdest auch gerne mal mit China spielen? Ja, genau. Was sind da jetzt auf dem Boden da links? Genau, gucken wir uns jetzt an. Steht da Friendzone? Da steht okay. Proteinseim, das ist doch... Ich weiß gar nicht. Friendzone, genau, das war immer Sakura... Wir wissen doch, Sakuras Lieblingsdrink war Friendzone. Ey, ich hab das P erst als F erkannt, dann das R... Ja, manchmal ist das so. Manchmal ist das so. Da stand E am Ende. Manchmal ist das so, du siehst so einige Buchstaben, so aus der Mitte, aus vom Anfang und vom Ende und denkst dir dann einfach dieses Wort so zusammen, ne? Ich hab vorhin auch in der Speisekarte, da stand Hauptspeise und ich hab aus der Entfernung Hurensohn gelesen. Und dachte mir, warum steht da Hurensohn? Und hab dann erstmal geguckt, ach nee, da steht Hauptspeisen. There's some kind of plastic container rolling around near the entrance to the room. Ja, Proteinshake, in dem man Gift reingemischt haben könnte. Ja, da hat jemand reingepinkelt. Da hat jemand... Und dann ist derjenige aus dem Schrank gesprungen und hat gesagt, geprankt, geprankt, Und dann hat er erst gemerkt, dass er jemanden umgebracht hat. Das war gar nicht mit Absicht. Oh, was mir auch noch in den Sinn kommt. Ja. Das könnte ja auch von Toko gewesen sein, wenn sie, weil sie wollte ja Hina quasi loswerden, haben wir ja gemerkt, so, ne? Die hatte ja Aggro auf Hina gehabt. Und da ging es aber auch nur um Sakura. Ja, ne, ging es nicht darum, dass sie Bakula geschlagen hat? Hm. Also hatte sie ja ein Motiv. Kann sein, ja. Zumindest gegen Hina. Und gegen Sakura haben sie sowieso alle ein Motiv. Ja. Und falls, also ich könnte mir auch vorstellen, weil Hina ist ja auch so total auf Proteinshakes oder Drinks, dass sie vielleicht versucht hat, Hina zu vergiften und dann aus Versehen halt die falsche Person gekillt hat. Oder dann wäre es aber auch auf jeden Fall nicht Genocide Jack, sondern das wäre dann Toko, weil Genocide Jack würde das anders machen. Was ist, wenn sie Hina das hat vergiften lassen? Ohne es zu wissen, ne? Mit es zu wissen. Also, ohne was dass ist, Hina wenn das weiß, so. Ja, was ist, wenn die Komplizen waren? Ja. Und Hina sie umgebracht hat, es aber das dann wie ein Selbstmord aussehen gelassen wird, damit dann alle außer Hina verlieren und Hina freikommt. Ich trau Hina das alles einfach nicht zu. Ja, weil du so ein Bild von ihr hast. Die hat dich verprügelt, weil sie hungrig war. Denk dran. Sie hat's nur angedroht. Ich weiß, es ist auch schon schlimm genug, ja. Das Androhen von Gewalt ist auch schon eine Straftat, oder nicht? Damit dringst du auch schon in den Safe Space von Leuten ein und schadest ihnen auf eine gewisse Weise. Ja, dabei ist es doch viel profitabler, in den Safe Space von Banken einzudringen. Ja. Die fühlen sich auch nicht verletzt davon. Ja, Sakura, und du machst da mehr Gewinn draus. Sakura must have drank it. Everyone knows how much she loved her protein. Ja. Oder das war überhaupt kein Gift und sie hat einfach eine Überdosis Proteine genommen. Weil sie so süchtig ist. Meinst du, sie ist normalerweise, ist sie vielleicht an diese Dosis gewöhnt? Aber dadurch, dass sie im Moment so unter Stress ist, hat sie mehr als diese Dosis. Dadurch, genommen. Dass sie so lange. Das war ihr 32.798. Drink an dem Tag. Oder sie hat das einfach genommen, um jetzt doch noch irgendwie zum Super Saiyajin zu werden. Und ja, dafür hätte sie sich nur Haarfarbmittel kaufen müssen. Da hätte sie sich nur die Haare färben müssen. Um dann Monokuma im Zweikampf schlagen zu können. And she mentioned more than once how protein was good for all sorts of ailments. Wrong. I wouldn't take that to heart if I were you. Siehst du, sie widerspricht auch, das ist nicht gesund. I know. Da steht I-Knopf, kannst du nicht lesen. But still, this protein can.
Vor allem, ich würde ja nichts trinken, wo schon Chemie draufsteht. Da steht oben aber der ja. Chem A2 drauf. Aber ja, es könnte natürlich sein, dass das jetzt nur eine falsche Fährte ist. Mit dem Proteinshake. It's got a label on it that says Chem A2. That reminds me, Sakura mentioned how the Chem Lab had all kinds of health stuff. So she must have gotten this from the Chem Lab. Stand das nicht in diesem Chem Lab direkt neben den Giften? Das kann gut sein. Vielleicht ist nur aus Versehen was in eine andere Dose so geraten dann. Das Gift, das ist halt auch so Health Stuff, habe ich in der wöchentlichen Giftzeitschrift gelesen. But that's strange. Huh? What is it? What is? Hey. You see what's scattered around the can? Ja, Glas. Ja. Shards of. Ach, er sagt das. Shards of light blue glass. They must be parts of the window I broke to get inside. Ja, und die liegen unter der. Ja. Das heißt, also, dass die diese. Das passt da nicht. Das heißt, dass diese. Dass dieser Plastikbecher. Erst nachträglich. Erst danach dahin gefallen sein muss. Oder die Scherben waren doch nicht davon und lagen schon vorher da. Aber es. But they aren't just scattered around the can, they're also underneath it. Why does that matter? Das ist so ein Holzkopf. I can't say for sure yet, but you're probably going to want to take note of it. I feel like it'll become an important clue later on. Nein. Ein important clue, den man. Das ist doch die Stärke der Danganronpa-Spiele. Die Intelligenz des Protagonisten. Ich habe das Gefühl, das ist generell einfach manchmal so ein Anime-Ding. Dass die einen jeden Scheiß erklären müssen. Ja. Also es sind nicht in allen Animes, aber in vielen. Ja. Gerade in so Shonen-Sachen ist das so, habe ich das Gefühl. Ja, auch in so Anime-Filmen teilweise, wo die Protagonisten dann wirklich einfach Selbstgespräche führen, um zu erklären, wie sie sich gerade fühlen oder sowas. Was voll dumm ist, weil niemand führt solche Gespräche mit sich selbst. Ich weiß nicht, ich fühle schon. Aber, also aber nicht Gedanken. Laut! Nee, die machen laut. Wirklich den Mund auf und reden und sagen das. Ja, okay, das schon. Wobei Selbstgespräche, so zu einem gewissen Grad soll das ja auch irgendwie. Es war, sein. Also. Ja. Guck dir mal das wandelnde das Schloss an, das ist nicht zu einem gewissen Grad. Was wollte ich noch sagen? Ich kannte mal, ich glaube auf Newgrounds war das damals, so eine Naruto-Parodie. Weil in Naruto ist das auch ganz schlimm, dass die jeden Scheiß erklären, ne? Und da war das halt echt so, dass. Ein einfacher Faustschlag. So als übelst die komplizierte Strategie irgendwie erklärt wurde. So eine geheime Technik, die man irgendwie erlernen muss. Und Naruto dann auch immer die ganze Zeit, also ich verstehe es immer noch nicht. Ja. An important clue? I'm not sure I see how. Vielleicht solltest du einfach mal denken. Das ist gar nicht nice. I'm not sure how. Das ist gar nicht nice. Nee. Da stand gerade nice. Nein, das ist nicht nice, dass Makoto das nicht begriffen hat. Wir können noch den Leiche angucken. Gucke die Leiche an. Sakura drew her last breath sitting slumped forward in this chair. There is obvious evidence of the blow to the head Sakura suffered. Ist das so? Scheinbar. Dann hat sie wirklich einen Schlag abgekriegt. Vielleicht ist ja auch in dem Proteinshake gar kein ist ja gar kein Gift drin gewesen, sondern nur so Betäubungszeug.
Worüber musstest du jetzt lachen? Weil ja. Das hat mich gerade so an Patrick erinnert. Ja. Vielleicht. Ich habe das gar nicht so bewusst gemacht, aber irgendwie. Aber du hast es genauso betont. Ja. Vielleicht. Also ich wusste gerade nur nicht, woher das kam. Tatsächlich. Vielleicht war das ja auch nur so Schlafmittel, Betäubungsmittel, so dass sie halt ein einfaches Ziel ist und man ihr eben easy den Hinterkopf zerhauen kann. Okay. Normally I wouldn't have any problem believing that that's what killed her. But according to the Monokuma file, she had also vomited blood. Das ja, würde dann eventuell auch den Fleck da hinten erklären. Das war unsere Vermutung. Oder unser Indiz dafür, warum es Gift gewesen sein sollte. I can see a trace of blood on her lips for sure. Eine Trance hatte hier keiner, außer der Hippie vielleicht. So, what would have caused her to vomit blood? Deine Mutter. The Monokuma file specifically said she hadn't suffered any other injuries. Das war eigentlich voll die schlimme Beleidigung mit deiner Mutter da. Wegen der hat jemand Blut gekotzt. Allein der Anblick. Ist einfach das Gegenteil von dem Nasenbluten, was in Animes ja immer vorkommt. Status hat Bürger. Ihr Facebook-Status wurde dann jetzt erstmal aufgezeichnet. Maybe her getting hit on the head somehow caused her to start vomiting blood? Nein. Not a chance. Bakula. Ich fühle mich so gebraucht. That's fine. Ja. Immerhin ist jetzt wieder von meinen Figuren jemand gestorben und nicht von deinen. Du hast ja auch nur noch zwei gefühlt. Monokuma. Und halt Monokuma, ja. However, your eyes have landed on a most interesting location. Interesting? Naturally. Yes, most interesting. Don't you agree? No, I don't think I'd call it interesting. Jetzt denke ich erst recht, dass er das gefaked hat mit dem Blow to the Head. Meinst du, weil er drauf hinweist? Ja, und wir wissen ja, dass er so eine Scheiße abzieht. Ja. But it does make me wonder. The reason Sakura vomited blood absolutely has to be connected to why she died. Ja, das wissen wir ja doch. Da liegt noch ein Zettel. Ja. Ach, ein Zettel ist das. Ich hab das irgendwie erst als so ein Fetzen von der Unterhose erkannt. Achso, ja, das ist wegen dem Papier. Keine Ahnung, vielleicht gehört das auch zu einem Brettspiel. Rapper heißt ja Verpackung, irgendein Stück Verpackung. Vielleicht ist ja auch das Brettspiel, aber man kann es ja nicht untersuchen. Oh, das ist das kleine süße Herzchenpapier, in das Gift eingewickelt ist. Das wird so verkauft mit kleinen süßen Herzchen drauf. This looks like some kind of wrapper. Huh? Oh, that's... Do you recognize it, Hina? Well... Ja, das ist mein favorite rapper. Mit den besten Rhymes und so. Well, yeah, I mean, I gave it to her. And then I gave her the rapper. Okay. Alter, die Perspektive gerade. Ja. Mit ihr so dafür. Das sieht so weird aus. Ja. Als würde sie so halb über dem Boden schweben. Ne, die liegt da. Ja. Ich meine, ich finde das ganz schön so. Also, so ist es nicht. That's a candy wrapper. Du meinst so, dass du sie ab der Hüfte aufwärts siehst oder was? Weil das so ein Point-of-View-Effekt für dich hat. Ja. Du bist einfach nur krank.
So bei angezogenen Leuten. Sakura got super upset when she found out Genocide Jack had attacked me, right? So after we left the nurse's office, I gave it to her. And then I gave her the wrapper. Ja, ja, sie hat sie gegeben, um sie halt zu einer besseren Stimmung zu bringen. Oh, sie hat's ihr gegeben. Und dadurch war sie dann so kaputt, dass sie einfaches Ziel war. Weil sie noch so außer Alter, Atem meinst, war. Meinst du, Hina hat halt so eine heftige Ausdauer, dass sogar Sakura hinterher völlig fertig. Ja, du weißt ja nicht, was die gemacht hat. Ist wohl wahr. Sakura ist ja so groß, vielleicht hat Hina ihren ganzen Kopf reingesteckt. Achso, ja, den ersten Satz habe ich schon gelesen. I thought it might help her calm down a little. Ja, es hat ihr sehr geholfen, vielleicht zu sehr. Also wenn ich dann ein bisschen aufgeregt bin, dann, ne? Dann komme ich auch mal vorbei und frag, ne? Naja. So, you gave that candy to Sakura. Ja, ja, that candy, ja, ja, ja. Die Art von Candy. I found a big box on it in the of it in the warehouse. I really like them. Hast du das Stöhnen gerade gehört? Ja. Das war ich. Nein. Ich weiß. Aber wäre lustig gewesen. Ja, aber nur weil du das magst, heißt doch nicht, dass Sakura das auch gemocht hat. So sind doch nicht alle so Süßigkeits. Besessen wie ich oder so Donut besessen wie du, also. Actually, as soon as we could get into the warehouse, I took the entire box back to my room. Damit auch bloß niemand anderes was kriegt. Ja, das steht da wirklich jetzt! Das ist so typisch für sie. Es ist so selbstsüchtig. I made sure nobody else could get their hands on them. Ja, so kennen wir sie ja. You really like them that much? Cause, I mean... Der Gesichtsausdruck ist irgendwie verstörend. Wieso, sie weint doch ein nur. Wenig. Ja, also, die Augen, also die Pupillen, wie die halt... Die sind so Die so sehen komisch, doch bei Danganronpa immer so aus. Das ist öfter so, ja. Ich glaube, der konnte keine Augen zeichnen, deswegen hat er das immer so gemacht. Ja, du musst ja einfach nur einen Kreis machen für die Pupillen, ne? Aber ich glaube, das soll manchmal auch so ein Stilmittel sein, dass die Pupillen so total Wellenlinien ja. haben. But I wanted Sakura to get a chance to try one for herself. That's why I gave it to her. Und auch das Candy danach. Ja. But now they've lost all their flavor. Hä? Weil sie jetzt diese, meint sie damit, und das klingt jetzt voll tiefsinnig, dass sie jetzt dadurch, Sakuras Tod damit in Verbindung bringt, ja. Ja, genau. Und deswegen haben sie für sie jetzt keinen Geschmack mehr. Mhm. Ey, das ist aber auch schlimm. Immer wenn irgendwas ist, was man genießt und was man konsumiert gerade, wenn dann irgendwas Schlimmes passiert währenddessen, was einen voll emotional mitreißt, dann ist man... Muss nicht mal unbedingt was Emotionales sein. Selbst wenn du dir einfach nur deinen Lieblingssong als Wecker stellst, dann hast du den irgendwann. Weil du jedes Mal mit dem Song... Weil du jedes Mal diesen Song dann damit verbindest, dass du aufstehen musst, obwohl du das gar nicht willst. Deswegen finde ich es auch so komisch, wenn Leute bei der Arbeit irgendwie Radio hören, dass die diese Musik noch immer gut. Gut. Ja, das ist der Grund, warum die nur echtes Radio hören und nicht irgendwelche USB-Sticks, wo sie ihre Lieblingsmusik draufgepackt haben. Weil die Musik, die im Radio läuft, ist eh schon scheiße. Ich muss dazu aber auch sagen, ein und derselbe Song, der am Anfang der Arbeit der nervigste Song der Welt ist, klingt, wenn man Feierabend hat, auf einmal gar nicht so schlecht. Naja, er kommt halt schon zum 10.000. Mal innerhalb der Zeit, wo du arbeiten warst.
und du hast absolut keinen Bock mehr drauf. Du freust dich wahrscheinlich einfach nur, dass er vorbei ist und dass du mittendrin jetzt gehen kannst. Ja, es ist einfach nur die Freude auf den... Also es ist einfach nur, dass man komplett andere Laune, komplett anderes Mindset hat und deswegen Sachen um sich Also bei mir ist es tatsächlich so, wenn ich... Ich sitze hier an der Kasse und da läuft auch die ganze Zeit irgendwie Musik im Radio. Ich blende das teilweise einfach übelst aus. Ich krieg das kaum mehr mit. Weil wenn du da wirklich öfter sitzt und da so 6 Stunden oder 5 Stunden am Stück dieses Radio da dudelt, irgendwann kriegst du das einfach nicht mehr mit. Ja. Vor allem, weil du Besseres zu tun hast auch. Ich musste das jetzt so betonen. Polka Dot Candy Rapper. Aha. Was war das denn gerade für ein Geräusch? Das sollte Isolo sein. Hier kam wirklich nur so ein an. Ja, er ist halt die Scheiße. Discord filtert jeden Scheiß. Ja, das ist echt so. Discord filtert leider. Ja, Discord filtert gleichbleibende Frequenzen zu aggressiv raus. Ja. Also ich kann es ja verstehen, wenn das so eine Frequenz ist, die über 10 Minuten oder so anhält oder so, dass die dann rausgefiltert wird irgendwann schon. Ja. Und auch, dass so eine Frequenz, die wirklich durchgehend da ist, wie Hintergrundrauschen oder so, dass das rausgefiltert wird. Aber sowas, was im Spektrum der menschlichen Stimme liegt. Ja, auch ganz oft, wenn ich lache, sehe ich, dass bei Discord das nicht mit übertragen wird. Das reden wir mal noch mit den Anwesenden hier. Fangen wir mal mit dem Schlimmsten an. Ich hab dann immer hier voll die Reaction und man kriegt's gar nicht mit. What do you want? You're bothering me. Go away. Okay, an der Stelle ist das Let's Play zu Ende. Wir gehen jetzt. He's not even trying to hide how much he despises me. I'd better go before he crushes my soul completely. Oh, Makoto ist so ganz schön fragil unterwegs hier gerade. Ja, vor allem, was interessiert dich die Meinung von Bakula? Wie soll er dich denn crushen? Du musst ihn aber nur nicht an dich ranlassen. Ich meine, ich hege überhaupt keine Sympathie für Bakula. Ist echt so. Mir ist es so scheißegal. Also, wenn mir jetzt irgend so ein Arschloch sagt, was ich nicht leiden kann, wenn der mir dann irgendwas erzählt, was er an mir nicht mag oder versucht, mich runterzumachen, dann gebe ich einen Scheiß auf dessen Meinung. Mein Problem ist, mich interessiert nur die Meinung. Mich abfuckt, dass er denkt, mich würde seine Meinung so interessieren und dass er denkt, er wäre besser als ich und dass das in seiner Wahrnehmung halt einfach so ist und er dann sich für besser hält und... Ja, weißt du? Das ist halt sowas, das fuckt einen immer ab. Auch so Leute, wenn du diskutierst mit denen und du hast das Gefühl, du diskutierst gegen eine Wand, weil die einfach gar nicht auf deine Argumente eingehen und einfach immer wieder das Gleiche schreiben. Da sagst du auch irgendwann, ich habe keinen Bock mehr. Und dann schreiben die sowas wie, ha, jetzt gehen dir die Argumente aus. Ha, hast wohl nichts mehr, womit du jetzt... ja, ne. Wo du dir auch denkst, Alter. Bisschen Selbstreflexion mal, ne? Ja, aber dann steht das für den so da, als hätte er die Diskussion gewonnen. Ja. Dann hast du überhaupt keine Möglichkeit mehr. Wenn du sagst, ja, ich halte mich da jetzt raus, ich habe keinen Bock, gegen eine Wand zu diskutieren, dann kommt, ja, du hast keine Argumente mehr. Und wenn du dann nochmal ein Argument bringst, dann kommt so, ich dachte, du wolltest da nichts mehr zu sagen. Du stehst entweder da als jemand, der keine Argumente mehr hat, oder du stehst als jemand da, der sein eigenes Wort nicht hält. Die drehen sich das immer so, wie es denen gerade passt. Das ist... Ja. Manchmal hat man echt das Bedürfnis, solchen Leuten übers Internet physisch wehtun zu können. Ja, es ist so. Einfach nur, dass die Fresse halten. Dass man irgendwie... Dass man die Möglichkeit bekommt, übers Internet denen den Mund zuzunähen und die Hände abzuhacken. Dass die bloß nicht nochmal antworten können. Jetzt wird's ein wenig heftig alles... Wir sollten weiter investigaten, sonst. Sonst sitzen wir hier noch ewig. However, but for Sakura to have been killed,
Yeah, she's not the type who would go down without a fight. It's true. And she certainly didn't, I would say. Ja, aber wenn es Toko war, dann war das ja 2-1. She was the ultimate martial artist, strong in body, mind and spirit. So, how was the killer able to get the upper hand on her? I wonder, did someone get the upper hand? Vielleicht hat er auch die untere Hand gekriegt. They must have taken her by surprise, right? Certainly. Nein, Makoto! Wobei Gift ist auch ziemlich überraschend. Da rechnest du auch in der Regel nicht mit. Ja. Yeah. Certainly, they would have needed to if they expected to stand any chance against her. Dann können wir noch. Man merkt, glaube ich, dass ich ein wenig müde bin. Ja, wir können noch mit deiner Waifu reden. Yeah! Und sie ist direkt angepisst. We already know who did it! I won't forgive you. Bakula, Toko, or Hiro, it had to be one of them. Ja, und welcher von den dreien? Das heißt, wir wissen nicht, wer es war. Wir wissen ja wohl, dass Hiro das letzte Mal zu verdächtigen, ohne. Ne? Dass ja, das aber nicht guck mal, unbedingt die richtige Pferde wir war. Wissen nicht, wer es war. Selbst mit dieser Aussage wissen wir zu einem Drittel, wer es war. Ja, ne? Das sind immer noch 2-1 da die Chancen, dass du falsch rätst. Das sind keine guten Chancen, wenn du so einfach rätst. Nicht wirklich. They couldn't stand the sight of her. Vielleicht aber the front. Ich wollte gerade sagen, bitte. Rede einfach weiter, statt jetzt so lange darüber nachzudenken, ob du irgendeinen Wortwitz mit Zeit machen kannst. Das wollte ich gerade sagen und dann kam von dir the front. Tja, ich hab dann ziemlich gefrontet. Liest du bitte einfach weiter. You agree with me, don't you, Makoto? Nein, eher Makuno. Well. Well, I don't want to say anything for sure without finding out more. Das hat ihr gar nicht gefallen. Then let me help you find out more. Ich dachte schon, jetzt ist sie sauer oder so. You see, Sakura asked all of three of them to meet with her. You know where? You know where? Right here in the rec room. Echt jetzt? What? After I went to the nurse's office this morning, Sakura and I both left together, right? Well, eventually she went off on her own. But when I saw her again after that, she told me... She said she's left a note for each of them. She asked them to meet her in the rec room by noon. Alter, das ist gerade ein bisschen viel Input auf einmal, ne? By noon, the Monokuma file said she died right around then. Vielleicht ist es aber auch nur, weil ich gerade so müde bin. I'm telling you the truth. I heard it right from Sakura herself. And I tried to stop her. But she wouldn't listen. She said not to worry, that she just wanted to talk to them. And this is what happened. Ja, sie hat doch wahrscheinlich nur geredet. Hatte sie nicht irgendwie was gesagt von wegen, sie will jetzt irgendwie aktiv werden? Oder irgendwie Konsequenzen ziehen? Ja, deswegen hieß der letzte Part auch Konsequenzen. Ja, also es ist doch... Ich rede mit denen, klingt jetzt nicht so nach Konsequenzen. Vielleicht waren die Konsequenzen auch, die einzuschüchtern und zu drohen. So nach dem Motto, wenn ihr China nicht in Ruhe lasst, dann verprügel ich euch. Das haben die genauso formuliert auch. Ja, also wenn ihr China nicht in Ruhe lasst, dann kugel ich euch alle Gelenke aus, sodass ihr nur noch im Bett rumliegen könnt. Ja, und lauft dann jeden Tag einmal in euer Zimmer, um euch zu füttern, damit ihr nicht sterbt.
Und ihr könnt bei ihr kann ich mir echt vorstellen, dass sie das so hinkriegt, einen einfach so mit der Hand an den Kopf zu nehmen und einen so in den Boden zu drücken. Dass man nur noch so eine Pfütze aus Blut und Knochen. Ich kann mir auch vorstellen, dass sie es hinkriegt, einem den Arsch aufzureißen. Wortwörtlich. Ja, sodass die Arschritze sich bis oben zum Hinterkopf erstreckt. Ich weiß nicht, wieso ich es so witzig finde, die Vorstellung, dass jemand einem sagt, dann verprügel ich dich. Das klingt vielleicht, weil verprügeln einfach so ein Wort ist, das klingt, als würde der Opa das sagen. So. Ja, es klingt so wenig ernst zu nehmen. Ja. Dann schmeißt er ihr die Prügel raus. So Drachenlord-Style. Oh. If I'd stopped her by force even, this never would have happened. China. Ja, aber willst du das nicht mehr stellen? Halt jetzt gerade nicht. Mit dem Haar davor könntest du das voll geil wie so ein Hentai-Quote machen. China. China. Ich kann das leider nicht richtig, wenn Discord mein rausfiltert. It's impossible not to have regrets, I know. Hat Discord das rausgefiltert, mein H? Ich glaube. Ich habe das gerade so richtig übertrieben gemacht. Nice. What vor allem, sie wird immer China genannt, aber das heißt jetzt Aois Account und nicht Hinas Account. Warum? Die können sich auch nicht entscheiden. But the fact that she had asked those three to meet with her. Not too vegetable with her. Ey, ich war auch mal wieder am überlegen, ob ich da irgendeinen Wortwitz mitbringe. Was haben wir im Moment mit unseren Wortwitzen wieder? Vielleicht kommt das, wenn man müde ist, einfach so. Ja. Dann ist man einfach unlustig. Who knows? And she asked them to come to the rec room at noon. Das ist aber eklig. Time. Kannst du das wenigstens come und nicht come aussprechen? To come to the rec room at noon. The same time and place she ended up dying. It might be good to confirm what I just heard with the three of them directly. Also auch komisch, dass die es noch nicht erwähnt haben. What do you want? Ich dachte, ich sollte das mit ihm... Genau. There's something I'd like to talk to you about. Make it quick. Was anderes kann's Makoto gar nicht. Ich dachte, er ist langsam. Ja, aber bei einigen Sachen. Ja, okay, ich weiß. Is it true that Sakura asked you to meet her in the rec room? Weißt du, bei Makoto ist alles schnell vorbei, auch wenn du mit ihm redest. Dann hat er nach 2 Sekunden sein Hirn abgeschaltet und kriegt nichts mehr mit. Ja gut, das ist dann schnell, ja. So, you found out. Interesting. Das war ja so schwierig. Als wäre das, ja, wollte ich gerade sagen, wäre das so die versteckte Wahrheit gewesen. Dabei hat China uns das einfach nur gesagt. Then it's true. Nicht, vielleicht ist es auch nicht Truhe, sondern Kiste. Oh Gott. Das ist heute. I did receive a note to that effect, yes. But what fool would do what it said and risk being killed by that monster? So you didn't go see her? Of course not. I ripped the note to shreds and threw it away. I haven't seen Sakura today at all. Das klingt ja nach einem Hinweis. Vielleicht sagt er irgendwann noch mal was, was mit ich hab sie heute gar nicht gesehen widerspricht. Weißt du, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass es Hiro. Ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass es Hiro war, weil der war ja gar nicht so gegen Sakura. Das war mehr so ein Mitläufer. Ja. Der war ja irgendwie, der wäre selbst niemals aktiv geworden. Ich glaube auch nicht, dass Hiro jemand ist, der jemals einen eigenen Gedanken oder gefasst hat oder irgendwie mal die Initiative ergriffen hätte. Das ist einfach so ein Typ, der einfach nur go with the flow betreibt, so nach dem Motto. Ja. Wenn die Mehrheit gerade gegen Sakura ist, läuft er mit. Wobei ich es schon witzig finden würde, wenn er irgendwann einfach sagen würde, oh, hab ich jetzt hier das Kommando.
Was? Weißt einfach du, vielleicht war er da und hat sich getroffen mit Sakura. Vielleicht war er da und hat sich mit Sakura getroffen. Ja, und vielleicht hat sie ihn. Und die haben sich dann so gut verstanden. Damit er ein Zeuge ist? Nein, und dann haben die sich so gut verstanden, dass die zusammen gekifft haben und andere Drogen konsumiert haben. Und dann ist sie einfach an einer Überdosis von den Drogen gestorben. Who knows? Ja, der Kiffer. Akula says he didn't go see her. Is that the truth? Das wissen wir nicht. Is that the truth? Well, until I can prove otherwise, I have no choice but to accept this as it as fact. Ich verstehe nicht, warum am Anfang des Satzes ein Brunnen erwähnt wird. Come on. If you're all finished, please remove yourself from my sight. Was ist, wenn wir Norwegian sind? What? Oder Danisht? Oh, weißt du, wegen no. Ich hatte gerade eher gedacht, so, ja, das sagst du auch, wenn du dir ein Porno angeguckt hast hinterher. Ja, that's what she said, stimmt. Oder das sagt die Frau im Porno. Oh. Zu den Männern. Verstehst du? Hm. Na, das kenne ich, das ist ein Zitat aus Schneewittchen und die sieben Zwerge. Okay, thanks. Das war nicht nett. Der hat uns ziemlich scheiße behandelt. Vor allem steht das nice in Bakulas Face, als ob Bakula jemals nett war. Vor allem bei ihm passt der Gesichtsausdruck. Bei Hina, die hat erst heulend geguckt und dann bei dem Nice war auf einmal ihr lächelndes Face-Set. Muss noch I need to examine. Was willst du denn noch examinen? Hatten wir nicht schon alles angegoogelt? Irgendwas im Hintergrund noch? Nee, ne? Ich sehe hier nichts. Du hast doch diesen Button. Spielst du mit Controller gerade, ja, oder? Ja, das geht ja nicht, wenn ich versuche, das wegzugehen. War... Nee, du hast doch diesen Button, um zu untersuchen, um zu gucken, was du alles anwählen kannst. Welcher war denn das? Meine, das wäre 3 gewesen. Ich hab doch alles schon anvisiert. Ja, irgendwie schon. Muss ich vielleicht einfach nochmal mit Kyoko reden? Wahrscheinlich. She was the ultimate martial artist, strong in body, mind and spirit. So, how was the killer able to get the upper hand on her? Sie ist immer noch dabei, während wir was ganz anderes rausgefunden. Hast du grad... Ja, so, da kam gerade nochmal Wiederholung. Wiederholung, okay, ich hab sie jetzt gemerkt. They must have taken her by surprise, right? Ja, das ist alles nur wiederholt. Also nochmal mit Hina? Ne, ist auch das Gleiche. Ja, it might be good to confirm it with the three directly. Hier ist aber nur einer und ich darf den Raum nicht verlassen. Muss ich die Leiche nochmal angucken? Sakura drew her last breath, blah, blah, blah. Multiple blows to the head. Das haben wir auch schon. Was willst du von mir? Ich guck jetzt die Uhr an. Ich wollte gerade sagen, guck dir die Uhr an. It's around 1 o'clock right now. According to the Monokuma file, Sakura died das around Das ist echt jetzt ein Hinweis, den wir untersuchen sollten. Die scheiß Uhr. Die scheiß Uhr war noch nie ein Hinweis für irgendwas. Weil das jetzt eine Stunde ungefähr her ist. Jetzt habe ich das nicht gelesen. Das habe ich aber gerade gesagt schon. Kyoko and I removing alter ego? Kann ich jetzt gehen? Nein. Oh, Mann. Was ist jetzt noch? Der Stuhl? Der Stuhl? Die Tür. This door is the only way in or out of the rec room. The door doesn't have a lock and there's no evidence that the mountings have been tampered with. The only notable change to the door is the smashed window. Which happened, of course, when I broke it to get inside.
There's no evidence that any kind of string or mechanism was used on the door. In other words, I don't see anything suspicious about the door itself. Der Stuhl! The chair was shoved up against the doorknob, so we couldn't get the door open. Warum sehen die Sitzflächen von den Stühlen und der Bank eigentlich alle aus wie so eine extrem dunkle Schokolade? Ja, ne? Aber so eine dunkle Schokolade, die würde mir nicht mehr schmecken, glaube ich. Ist einfach so eine Kaffeeschokolade. There is no evidence that any kind of string or mechanism was used on the chair. In other words, there's no reason to think the chair had anything special done to it. Naja, vielleicht haben ja einige Leute sich auf dem Chair vergnügt. Das würde man dann ja jetzt nicht sehen, ne? Ja, du weißt doch schon, dass Hina es ihr gegeben hat. Ja. Da musst du jetzt mit Schwarzlicht oder was man dafür benutzt, einmal untersuchen. Ja, und wenn du das Schwarzlicht anmachst, leuchtet einfach alles. Der Boden, die Wände, alles. Ohne irgendein Zwischen... Ohne, dass dazwischen irgendwo was nicht bedeckt ist. Dann wirst du einfach blind. Alles ist so heftig am Leuchten, dass deine Augen so wegätzen. Having examined both the door and the chair, there's no doubt the reason the door didn't open was simply because the chair was shoved up against it. Wow, das hätte man auch nicht anders ausgefunden. Ja, und das konnte man nur von drinnen tun. Ja, und das konnte man auch nur rausfinden, indem man die Tür und den Stuhl ganz genau betrachtet. Und konnte man sich nicht denken, als man den da weggeschoben hat. Ja, ne? And there was no evidence of the door on the chair being tampered with, with or anything like that. So the killer must have created the locked door from the inside, not from the outside. Das ist doch schon so lange klar. Rec Room Door. Listen. Ja, wir dürfen endlich woanders hingehen. Und diese offensichtlichen Sachen, so, und die mussten wir noch unbedingt untersuchen. Meine Güte. Well, Makoto, have you finished with your general investigation? Endlich. Yeah, I think so, for the most part. So then. Then you should probably go talk with people now. I'm on guard duty, so I can't leave. Listen to me. Which is why I've decided you'll go in my place. Ja, dann mach uns einen Zettel fertig, alles was du willst, was wir die Leute fragen. Ja. Ich glaube, die einzigen Leute, die jetzt nicht hier sind, sind die, die ich spreche, oder? Glaube. Der Kiffer und Toko. Oder ist da noch jemand, den ich gerade vergesse? Ich glaube auch nicht. Ja, siehste. Voll wenig decided. She's decided. She's gotten a lot more pushy since we had our issue. Ja, sie hat Bedürfnisse. Ja. Ihr seid hier jetzt schon eine ganze Weile und sie hat vielleicht keine Fusselrolle bei sich. Ne? Ja, also sie pusht dich irgendwann aufs Bett. But she's right. I do have to go talk to the others. Sakura wanted to meet with two other people. I need to hear what they have to say. Gut. Map. Wo sind denn die gerade? Kennst du das, wenn du niesen musst? Leider. Ich hatte das gerade und dann habe ich geniest. Gesundheit. Nein. Stell dir vor, jemand niest und du wünschst ihm dann, dass er krank ist. Hä, wo sind die? Ich hoffe, du verreckst daran. Hä, wo sind die? Was soll jetzt jeden Raum... in der Existenz untersucht. In der Existenz? Hä? Das war so ein Witz in Richtung, ich habe seit 30.000 Jahren nicht übertrieben. Na? Ja, also, ja, man muss einfach nur rausgehen. Man muss einfach nur rausgehen und dann, okay. Dann sagt er, dass sie wahrscheinlich in ihre Räume gegangen sind. Na dann.